Günstiges Gold, Duriel-Sets, tolle Items und mehr findet ihr auf aoeh.com. Checkt dafür einfach den Link in der Beschreibung und mit dem Code HGS gibt es an der Kasse nachher nochmal 6% extra. Hallo meine Freunde, ich grüße euch. Heute reden wir wieder über ein sehr, sehr schönes Thema und zwar über das Thema Zauberin. Ich möchte euch in diesem Video einfach mal zeigen, wie ich meine Zauberin gerade aktuell level und so werde ich sie auch weiter leveln, bis sie so weit ist, dass sie ins absolute Endgame eintaucht. Also bis sie Level 90 plus ist, auf jeden Fall, so wird sie bleiben. Das Einzige, was sie ein bisschen weiterentwickeln wird, ist das Paragon-Board. Beim Paragon-Board machen wir das dieses Mal ein bisschen anders wie sonst. In diesem Video bin ich ja erst Level 60. Das heißt, mein Paragon-Board ist noch nicht voll ausgebaut. Aber ich weiß, dass der ein oder andere es immer ganz gerne schon weiter haben möchte. Und deswegen mache ich das dieses Mal so, dass ich unterm Video ja immer den Link habe zum Paragon-Board, wo ihr die ganze Tafel dann auf einen Blick aufmachen könnt. Da bitte nicht wundern, der erste Reiter, wenn ihr den Link drückt, da ist Equip, der ist bei mir immer frei, weil ich da einfach zu faul bin, das Equip rein zu editieren. Die ganzen anderen Reiter, Skillung, Paragon und Begleiter, die funktionieren aber alle. Drückt da ruhig mal drauf, jetzt dürft es keine Beschwerden mehr an mich geben, Mensch, der Link ist tot. Nein, der Link ist nicht tot, bloß der erste Reiter ist leer. Da werde ich das Paragon-Board nämlich dann auch vervollständigen, das heißt voll reinpacken bis Level 100, sodass ihr dann da auch schon den kompletten Fahrplan habt, wenn ihr den Charakter so weiterspielen wollt. Was ist das für ein Charakter? Das Ganze ist eine Zauberin und ich spiele sie komplett auf Frost. Ich benutze nichts anderes außer Frost als Attacken und das Ganze hat auch einen ganz klaren Grund. In dem Moment, wo ich auf Frost gehe, kann ich sehr, sehr viele Punkte sparen. Ich brauche nicht viel Punkte in meinen Schaden reinpacken und kann dann alle anderen Punkte, die ich über habe, sehr schön in Death reinpacken. Und genau das habe ich auch gemacht. Also dieser Charakter ist im Endeffekt nachher sehr tanky und macht einen relativ guten Schaden. Relativ guten Schaden, er macht nicht so viel Schaden wie die Kugelblitzzauberin letzte Season. Da müssen wir uns nichts vormachen, aber er macht genügend Schaden, um den kompletten Content entspannt machen zu können. Er kann auch ganz gemütlich Duriel und solche Bosse abfahren, ist dabei sehr, sehr tanky und hat sogar noch relativ guten Flächenschaden, beziehungsweise sehr guten Flächenschaden sogar, was es ihm auch einfach macht, in der Helltide zu farmen und diese ganzen Geschichten. Es gibt auch auf der Zauberin stärkere Charaktere für Bosse. Da werden wir uns im späteren Video nochmal drum kümmern. Da werden wir wieder einen Boss-Killer-Zauberin machen. Das mache ich genauso wie beim Barbaren. Da haben wir es ja auch gemacht. Einmal so ein Allrounder. Das ist quasi bei der Zauberin dieser Charakter jetzt. Und dann diesen Boss-Killer. Den machen wir mit der Zauberin dann auch spielen. Das ist der Fahrplan, damit ihr in etwa erstmal Bescheid wisst. Wie gesagt, das Paragon-Board, was hier bei diesem Charakter nicht vollständig ist, ist unterm Video und allerdings schon vervollständigt. Und damit fangen wir jetzt auch direkt an mit der Skillung. Ich gehe rein, drücke die Taste A, mache das Ganze groß. Da schauen wir mal ganz oben, was ich gemacht habe. Ich habe einen Punkt drin in Feuerblitz und ich habe einen Punkt in verbesserten Feuerblitz drin. Diese Attacke benutzen wir nicht. Das ist nur ein Durchgangsskill, damit wir zum zweiten Knoten kommen. Und es ist auch eine Verzauberung. Und dann gehe ich mal eben kurz darauf ein. Wenn ich Taste S drücke, kommen wir in die Verzauberung rein. Das heißt, die klassenspezifische Fähigkeit der Zauberin. Und dort habe ich tatsächlich Verzauberung Feuerblitz drin. Direkter Schaden von Fertigkeiten verursachen im Verlauf von 8 Sekunden nämlich nochmal 1500 Schaden bei mir als Verbrennungsschaden. Das heißt, alles, was gehittet wird, erhält nochmal einen Dot. Die zweite Verzauberung, die ich drin habe, ist gefrorene Kugel. Die sehen wir uns gleich als nächstes nämlich an. Die gefrorene Kugel, die wird jetzt automatisch von Zeit zu Zeit weggeschossen und macht auch nochmal passiv Schaden mit und friert Gegner ein. Gehen wir wieder zurück in die Skillung. Und gehen dann auch direkt zum zweiten Knotenpunkt. Und da sehen wir, habe ich auch einen einzigen Punkt nur in gefrorene Kugel gemacht. Das ist nämlich dafür, dass es jetzt passiv ausgelöst werden kann, dass ich es unter Mage-Verzauberung wählen kann. Sind wir gerade durchgegangen. Dann habe ich noch einen Punkt drin in verbesserte gefrorene Kugel. Dadurch erhöht sich der Schaden nochmal. Und ich habe einen Punkt drin in große gefrorene Kugel. Die Explosion von gefrorene Kugel verfügt über eine Chance von 30%, alle getroffenen Gegner 2 Sekunden lang verwundbar zu machen. Gefrorene Kugeln machen eingefrorene Gegner immer verwundbar. Also eine zusätzliche Chance, Gegner verwundbar zu machen. Und das Ganze wird passiv gewirkt. Ich brauche es nicht reinnehmen in meine Skillleiste. Das passiert nämlich durch die Verzauberung der Zauberin, also durch die Klassenquest. Ansonsten habe ich hier keine Fähigkeit mitgeskillt. Ich habe hier allerdings noch 3 Punkte drin in mächtiger Abwehr. Nach dem Wirken einer Fertigkeit, die keine Basisfertigkeit ist, erhaltet ihr 9 Sekunden lang 9% auf alle Widerstände. Und 3% maximale Widerstände gegen die Schadensart dieser Fertigkeit. Hierdurch werde ich also nochmal ein bisschen tanky mit. Und das ist auch gut bei dieser Skillung. Wir können relativ viele Sachen skillen, wodurch wir tanky werden.
weil wir gar nicht so viel Punkte in Schaden setzen müssen. Das werden wir uns im Folgenden jetzt allerdings noch weiter genauer angucken. In der nächsten Ebene, da habe ich relativ viel geskillt. Da seht ihr schon, ich habe 4 Sachen geskillt. Aber in alle 4 Sachen habe ich nur einen einzigen Punkt reingehauen. Und zwar ist die eine Fertigkeit Flammenschild. Ein Punkt in Flammenschild drinne, hüllt euch 2 Sekunden lang in Flammen, verbrennt Gegner in der Nähe und fügt ihnen mehr Schaden zu. Egal. Der Schaden, der ist egal. Solange Flammenschild aktiv ist, seid ihr immun. Das ist schon mal gut. Wir werden dadurch immun, wenn wir es drücken. Durch verbesserten Flammenschild. Flammenschild erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 25%, solange die Fertigkeit aktiv ist. Das ist nice. Und jetzt kommt das Schönste da dran. Flammschild heilt euch um 50% eures verlorenen Lebens. Das heißt, wenn es mal knapp wird, kann ich Flammschild zünden, ich werde immun und heile mich um 50% meines verlorenen Lebens. Das ist eine gute Sache. Dadurch kann ich nochmal schön ausweichen. Wenn es brenzlig wird, kann ich diese Sache reinnehmen. Ich kann später, aber das ist jetzt eine Vorschau auf spätere Sachen, wenn es irgendwann doch zu hart ist, obwohl ich sehr viel Death hier mitnehme, kann ich dieses hier auch noch reinnehmen, statt dieser Geschichte. Im Moment habe ich unter Verzauberung beim Mage, habe ich ja diese Sache drin. Damit sorge ich dafür, dass immer, wenn Gegner direkten Schaden erleiden, Dot noch auf die Gegner geschmissen wird. Der Dot ist allerdings nicht so stark, als dass das hier so wichtig ist. Ich könnte da auch dieses hier reinpacken, statt den Angriff hier oben. Und wenn ich dieses hier als Mage-Verzauberung, also als Mage-Quest-spezifische Sache nehmen würde, dann würde ich in Klammern ein zweites Leben bekommen. Das heißt, wenn ich sterben würde, würde Flammenschild automatisch gezündet werden und durch diesen Punkt auch noch 50% heilen. Dann hätte ich so eine Art zweites Leben. Das wäre eine Alternative für die Leute, die trotzdem noch zu oft sterben mit dieser Skill. Die Fertigkeiten, über die wir jetzt gerade reden, die sind übrigens alle auch bei mir aktiv in der Leiste drin. Das heißt, ich benutze sie auch alle. Dann habe ich in mir als nächstes Teleportieren drin. Teleportation sorgt dafür, dass ich aus Gefahrensituationen rauskommen kann, über Hindernisse hinweg teleportieren kann, Klippen runter teleportieren kann und. Und ich werde nach dem Teleportieren nochmal tanky. Nach der Teleportation erhaltet ihr 3 Sekunden lang 30% Schadensreduktion. Das ist die schimmernde Teleportation, nämlich ganz hier hinten. Dann habe ich hier zusätzlich noch Eisrüstung drin. Um euch bildet sich 6 Sekunden lang eine Eisbarriere, die Schaden in Höhe von 30% eures Basislebens absorbiert. Während Eisrüstung aktiv ist, wird 5% eures verursachten Schadens der Barriere hinzugefügt. Hierdurch bekomme ich eine Barriere, das ist schon mal gut. Die Barriere, die brauchen wir später für andere Sachen, kommen wir gleich mir noch zu. Ein Punkt in verbesserte Eisrüstung. Solange Eisrüstung aktiv ist, ist eure Mana-Regeneration erhöht. Das ist auch sehr gut. Und das war's. Mehr brauchen wir hier unten nicht skillen. Wenn wir noch einen Punkt mehr skillen wollen, dann müssen wir woanders rausnehmen. Den könnten wir hier unten nachher weiter rausnehmen, wo wir gleich noch zukommen. Hier könnte ich rein theoretisch einen Punkt rausnehmen. Dann könnte ich diesen hier noch mit skillen. Schaden gegen verwundbare Gegner trägt 50% mehr zur Barriere von Eisrüstung bei. Dadurch wäre die Eisrüstung nochmal stärker, brauchen wir aber nicht unbedingt. Und damit kommen wir hier zur Frostnova. Die Frostnova entfesselt einen Froststurm, der Gegner um euch herum 3 Sekunden lang einfriert. Durch die verbesserte Frostnova, wenn ihr Gegner tötet, die von Frostnova eingefroren wurden, wird die Abklingzeit um 1 Sekunde reduziert. Bis maximal 4 Sekunden pro Einsatz. Und die mystische Frostnova, die sorgt dafür, Frostnova macht Gegner 4 Sekunden lang und Bosse 6 Sekunden lang verwundbar. Das ist der Hauptgrund, warum ich sie eigentlich benutze. Also der Freeze-Effekt ist nice, ja, weil wir an eingefrorenen Gegnern auch wiederum mehr Schaden machen. Aber wir machen die Gegner auch hiermit nochmal verwundbar und Bosse sogar 6 Sekunden. Dann skille ich, weil ich auf Softcore unterwegs bin, die Glaskanone mit. Dadurch bekommen wir nochmal 18% multiplikativ mehr Schaden, aber erleiden auch 9% multiplikativ mehr Schaden. Also auf Hardcore sollte man sich das überlegen. 3 Punkte in Einklang der Elemente. Glückstreffer. Kritische Treffer verfügen über eine Chance von bis zu 15%, die Abklingzeiten eurer defensiven Fertigkeiten abzuschließen. Kann nur einmal alle 10 Sekunden auftreten. Sollten wir trotzdem mitnehmen, denn wir sehen es, wir haben ja sehr, sehr viele defensive Fertigkeiten, beziehungsweise alle defensive Fertigkeiten, die wir haben können. Und wäre natürlich schön, wenn wir die möglichst oft ready haben. Deswegen hier auch 3 Punkte. So, und dann kommen wir auch schon in die nächste Zeile. Und da sehen wir, da habe ich auch gar keine große Fertigkeit geskillt. Da haben wir nämlich gar nicht mehr so viel zur Verfügung, denn wir haben ja hier schon 4 Stück mitgenommen. Aber hier habe ich passive Fertigkeit mitgeskillt. Und zwar habe ich einen Punkt in Präzisionsmagie drin. Eure Glückstrefferchance ist um 5% erhöht. Ein Punkt reicht ja allerdings. Allerdings möchte ich ganz gerne eine leicht erhöhte Glückstrefferchance schon haben und die will ich mir nicht unbedingt übers Equip holen müssen. Diese Glückstrefferchance ist dafür da, dass wir einmal alle 10 Sekunden die Chance haben,
die Abklingzeiten zu verkürzen von unseren passiven Fertigkeiten. Dafür ist es gut, ab und zu mal einen Glückstreffer rauszuwerfen. Allerdings, nach Erfahrung ist es so, dass hier ein Punkt drin reicht, dass wir dieses hier ständig drin triggern können. Dann habe ich aber einen Punkt noch drin in Ausrichtung der Elemente. Ihr haltet eine Schadensreduktion von 3% gegen Elite-Gegner für jede Sekunde, in der ihr keinen Schaden durch einen von ihnen erleidet, bis maximal 40%. Dieser Bonus bleibt nach erlittenen Schaden noch 2 Sekunden lang bestehen. Und dann sind die Punkte, die hier hinter sind, noch sehr interessant. Mana-Schild. Jedes Mal, wenn ihr 100 Mana verbraucht, erhaltet ihr 5 Sekunden lang 21% Schadensreduktion. Dadurch werden wir nochmal sehr tanky. Und auch hierdurch werden wir sehr tanky. Wenn ihr eine Abklingzeit nutzt, erhaltet ihr 3 Sekunden lang eine Barriere in Höhe von 30% eures maximalen Lebens. Hierdurch bekommen wir auch nochmal eine Barriere, was später wiederum sehr wichtig wird. Und mit später meine ich jetzt schon, wenn wir uns das hier angucken. Ich habe hier geskillt, dass eure Barrieren 5% länger anhalten. Wir könnten es auf 15% machen, indem wir hier 3 Punkte reinpacken. Kaltfront. Solange eine Barriere aktiv ist, belegt ihr Gegner mit 16% multiplikativ mehr Unterkühlung. Sobald genügend Unterkühlung auf einem Gegner drauf ist, wird er automatisch eingefroren. Eingefrorene Gegner machen wir mehr Schaden dran, unterkühlte Gegner im Übrigen auch schon. Aber wenn Gegner eingefroren sind, können sie halt gar nichts mehr machen und das macht uns unheimlich tanky in diesem Bild, weil wir ständig eigentlich dafür sorgen, dass der komplette Bildschirm eingefroren ist und sich kaum noch was bewegt. 3 Punkte habe ich noch in Schockfrost drinne. Frostfertigkeiten verfügen über eine Chance von bis zu 9% Gegner einzufrieren. Auch das ist eine Glückstrefferchance und auch dafür lohnt es sich dann hier diesen einen Punkt mit reinzusetzen. Und jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz besonderen Geschichte. Das sind unsere Hauptangriffe. Ich packe einen einzigen Punkt im Blizzard rein. Wir können hier auch 5 Punkte reinmachen und das könnt ihr rein theoretisch auch machen. Da macht euer Blizzard von vornherein ein bisschen mehr Schaden. Allerdings ist der Blizzard nur eine unterstützende Geschichte. Der Blizzard ist nicht unser Hauptschaden. Den Hauptschaden, den wir machen, den machen wir durch die Aspekte später. Da kommen wir dann später zu. Und dadurch, dass wir den Hauptschaden sowieso durch den Aspekt machen und nicht durch den eigentlichen Blizzard als solches, ist es egal, ob der Blizzard hier bei mir in diesem Fall 8700 Schaden macht oder nachher 12.000, 13.000 Schaden macht. Das macht den Kohl nicht so fett. Wichtig ist bloß, dass wir Blizzard zünden, damit die Aspekte, die wir benutzen, zur Geltung kommen können und wir darüber den Schaden machen. Deswegen bei mir nur einen einzigen Punkt in unseren Hauptangriff rein, auch wenn es komisch klingt, sorgt aber dann dafür, dass ich die ganzen anderen Punkte wie diese ganzen Geschichten, diese passiven Sachen mitskillen kann und wir unterm Strich wesentlich mehr Schaden machen können und auch wesentlich tankiger werden können. Deswegen auch meine Empfehlung, wirklich hier nur einen einzigen Punkt reinzupacken. Dann kommt allerdings noch ein Punkt natürlich im verbesserter Blizzard. Blizzard fügt eingefrorenen Gegnern 25% multiplikativ mehr Schaden zu und die Dauer von Blizzard wird um 4 Sekunden lang erhöht. Das heißt, wenn wir irgendwo eine Blizzard-Fläche hinschmeißen, dann soll die sehr lange aktiv sein, sehr lange wirken. Es sollen sehr viele Blizzards runterfallen in der Zeit und die können wiederum procken und die machen dann nämlich unseren Schaden. Das war alles in diesem Knotenpunkt, aber wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiger Knotenpunkt und Blizzard nur mit einem einzigen Punkt geskillt. Die erste Skillung, die ich überhaupt spiele, wo mein Main-Attacke nur einen einzigen Punkt drin hat. Und diese Geschichte, dass wir nur einen einzigen Punkt hier reinmachen brauchen, verrät uns schon mal was anderes. Da kommen wir gleich beim Equip zu. Es ist gar nicht unser Ziel, den Schaden vom Blizzard möglichst hoch zu pushen. Ist gar nicht mal so notwendig. Das heißt auch, dass bei uns die Waffe in dieser Skillung gar nicht die wichtigsten Stats haben muss, was DPS angeht. DPS auf der Waffe ist uns relativ egal, weil unser Grundschaden vom Blizzard gar nicht so wichtig ist. Da können wir also bei der Waffe nachher auch tatsächlich nur aufs Stats achten. DPS völlig egal. Aber da kommen wir beim Equip gleich nochmal genauer zu. Jetzt beschäftigen wir uns erstmal mit dem nächsten Knotenpunkt. Da ist nämlich auch einiges geskillt. Und zwar nehme ich da meine letzte Fähigkeit mit. Das ist Tieffrieren. Tieffrieren ist so eine Art Eisblock, in die wir gehen können. Das macht uns immun für 4 Sekunden lang. Und wir frieren Gegner um uns herum ein und machen Schaden an denen. Stark wird das Ganze auch durch die Aspekte nachher, gucken wir uns dann aber gleich noch genauer an. Also ein Punkt in Tieffrieren drinne, ein in oberstes Tieffrieren und ein noch in überlegendes Tieffrieren. Und dann ist die Sache wunderschön und wir können uns um diese Punkte hier kümmern. Ich habe 3 Punkte im Permafrost drinne. Frostfertigkeiten fügen Elite-Gegnern 15% multiplikativ mehr Schaden zu. Raureif, ihr fügt unterkühlten Gegnern 9% multiplikativ mehr Schaden und eingefrorenen Gegnern 18% multiplikativ mehr Schaden zu. Eisige Berührung, ihr fügt verwundbaren Gegnern 12% multiplikativ mehr Kälteschaden zu. Und eisige Brise, Glückstreffer, Kälteschaden gegen verwundbare Gegner
verfügen über eine Chance von bis zu 20% 15 Mana zu erzeugen. Darüber bekommen wir nochmal richtig viel Mana wieder, was wir dann wiederum im Blizzard ausgeben können. Dann haben wir jetzt noch einen einzigen Punkt über und den packen wir unten rein in Zersplittern. Sobald sie nicht mehr eingefroren sind, explodieren Gegner und verursachen dabei 25% in Schadens, den ihr ihnen im eingefrorenen Zustand zugefügt habt, an umliegenden Gegnern. Das ist natürlich ein sehr, sehr schöner AE-Effekt. Jedes Mal, wenn ein Gegner aus seinem eingefrorenen Zustand rauskommt, explodiert er und macht AE-Schaden. Perfekte Geschichte. Sorgt gerade in Helltiles oder auch in Nightmare Dungeons, wenn viele Mobs da sind, für eine gute Clear-Speed. Das war's im Prinzip. Wir gehen rein ins Paragon-Board. Und mein Paragon-Board, sagte ich ja eben schon, ist das hier nur ein kleiner Ausblick, weil ich noch nicht sehr viele Punkte gesetzt habe. Unterm Video werdet ihr allerdings das komplette Paragon-Board schon mal finden, damit ihr weitermachen könnt, wenn ihr im Level schon weiter seid. Angefangen bin ich hier unten, bin dann hier rüber hochgegangen und habe als erste Glyphe habe ich Verzauberer drin. Für je 5 in Reichweite erworbene Intelligenzpunkte verursacht ihr 1,3% nicht physischen Schaden mehr. Und der Bonus, der sorgt nochmal dafür, dass wir ein paar Widerstände bekommen, was auch nicht verkehrt ist. Ich habe hier noch nicht alle Intelligenzpunkte mitgeskillt in diesem Knotenpunkt. Das seht ihr schon, hier fehlt noch ein Intelligenzpunkt drinne. Hier fehlt noch ein Intelligenzpunkt, hier hinten fehlt nachher noch ein Intelligenzpunkt und dort auch noch, wenn das Ganze dann höher geskillt ist. Meine Glyphe ist im Moment erst Level 1. Ich habe mich da noch nicht groß drum gekümmert. Wie gesagt, ich bin jetzt auch erst Level 60 und habe vorher noch andere Glyphen geskillt. Diese Glyphe hier rein, deswegen, weil wir jetzt eine Int-Glyphen-Unterstützung hier drin haben, skill ich diese Richtung und diese Richtung auch, weil wir bei beiden Knotenpunkten nochmal 10 Intelligenz mitbekommen und die hier im Radius mit drin sind. Also deswegen hier auch die Dev-Schiene mitskillen. Dann über die Schadenseite ab ins nächste Board. Im nächsten Board habe ich Eisschlag genommen. Eisschlag habe ich nach rechts weggedreht. Dann ist das Ganze richtig gedreht und bin dann gleich am Anfang hier rüber gegangen. Über diesen Punkt, das ist eine Def-Geschichte, hier rüber weiter, damit ich hier ein bisschen Schaden kriege, Kälteschaden. Und dann bin ich hier hochgegangen auf den legendären Knotenpunkt. Eure Frostfertigkeiten verursachen um 15% multiplikativ erhöhten Schaden bei verwundeten Gegnern. Wir verwunden sehr, sehr viel, da haben wir in unserer Skillung für gesorgt, deswegen macht das durchaus Sinn. Der Gegner verdoppelt sich bei Gegnern, die zudem eingefroren sind. Unsere Gegner sind fast immer eingefroren und damit haben wir fast immer 30% multiplikativ mehr Schaden. Wenn ich das geskillt habe, bin ich jetzt als nächstes hier rüber gegangen, habe hier meine zweite Glyphe drin und das ist Stalagnit. Für je 5 in Reichweite erworbene Intelligenzpunkte verursachen eure Eisstacheln 3,2% erhöhten Schaden. Und sobald ich den Bonus hier erfüllt habe, kriegen sie nochmal 10% kritische Trefferchance dazu, was auch wiederum sehr stark ist und deswegen das hier geskillt. Als nächstes hole ich mir jetzt natürlich noch diese Punkte hier mit, diese Punkte mit und dann gehe ich ins nächste Board, hier rüber weg, ab nach rechts, zack, weiter geht's. Da ihr den Weg könnt ihr euch dann weiter unterm Video angucken, da habe ich das Paragon-Board vervollständigt für die Leute, die jetzt schon weiter sind, wie ich es bin. Wir kommen jetzt aber als nächstes erstmal zum Equip und beim Equip, da gibt es einiges zu erzählen. Gucken wir uns auch mal an. Ich habe im Moment ein Unique-Item drin. Ich habe noch nicht mehr gefunden. Das heißt, ich spiele komplett ohne Unique-Items und das könnt ihr auch machen. Das klappt wunderbar. Wenn ihr tolle Unique-Items findet, wie zum Beispiel T-Balls Wille, dass wenn ihr unaufhaltsam werdet, 40% mehr Schaden macht, außerdem noch wieder Mana zurückbekommt, dann nehmt ihr solche Items natürlich rein. Sind allerdings keine Must-Have-Items. Werde ich nachher in der Endskillung von dieser Variante aber durchaus mit vorstellen. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Items, die ich drin habe. Ich spiele bei mir mit einer Zweihandwaffe. Die Zweihandwaffe hat natürlich den Vorteil, dass ich hier einen Aspekt drauf machen kann, der doppelt so stark ist, wie er normalerweise wäre. Ihr könnt rein theoretisch auch mit einer Einhand- und einer Offhand-Waffe spielen. Dann habt ihr zwar keinen doppelt so starken Aspekt, dann habt ihr allerdings einen Aspekt-Slot mehr und könnt insgesamt natürlich einen Aspekt mehr reinmachen, der euch dann wiederum Vorteile gibt. Müsst ihr einfach sehen, was da für euch effektiver ist. Ich habe im Moment eine Zweihandwaffe drin und da sorge ich dafür, Eissplitter durchbohren 8-mal und verursachen 12% weniger Schaden pro durchdringten getroffenen Gegner. Dieser Aspekt ist hier drauf nicht mal sonderlich gut. Normalerweise sollte dieser Aspekt auf der Waffe dann sein. Dieser Aspekt ist nämlich der allerwichtigste Aspekt in unserer ganzen Skillung. Blizzard erzeugt regelmäßig explodierende Eisstacheln, die X Schaden verursachen. Eure Eisstacheln fügen eingefrorenen Gegnern 23% multiplikativ mehr Schaden zu. Dieser Aspekt sorgt dafür, dass wir Schaden machen mit unserem Blizzard. Hierüber kommt der Schaden. Auch wenn sie das nicht so krass anhört, diese Eisstacheln spawnen so oft und
triggern die Gegner so oft, dass es sehr, sehr lukrativ ist. Deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr mit einer Zweihandwaffe spielt, nehmt diesen Aspekt hier rein. Ich werde allerdings hier keine Zweihandwaffe auf Tower drin haben. Das heißt, ich werde hier sehr, sehr bald wieder auf eine Einhandwaffe gehen mit einem Fokus-Item. Und deswegen habe ich den Aspekt auf dem Amulett drauf, weil das dann unser stärkster Slot ist. Auf dem Amulett ist dieser Aspekt wenigstens 50% stärker, wie er normalerweise wäre. Dann kommen wir zum nächsten Damage-Aspekt. Den finden wir bei mir hier auf dem Ring drauf. Ihr fügt bewegungsunfähigen, betäubten oder eingefrorenen Gegnern 34% multiplikativ mehr Schaden zu. Und ich habe auf dem anderen Ring, solange Tieffrieren aktiv ist, bilden sich im Wirkungsbereich Eisstacheln, die X Kälteschaden verursachen. Eure Eisstacheln haben einen 50% größeren Explosionsradius. Wir benutzen ja Tieffrieren grundsätzlich. Wir werden dann ja zum Eisbock, können uns im Eisbock auch ganz gemütlich hochheilen, falls wir viel Leben verloren haben, und machen jetzt zudem auch nochmal ordentlichen Schaden mit. Ein weiterer Damage-Aspekt, den habe ich hier drauf. Solange Eisrüstung aktiv ist, hinterlasst ihr explodierende Eisstaffel, die X Schaden verursachen. Eure Eisstacheln unterkühlen Gegner in Höhe von 15%. Diesen Aspekt könntet ihr rein theoretisch rausnehmen und da könntet ihr den Aspekt reinmachen, der wäre auch stärker, das sollte ich gleich auch mal machen, dass wir bis zu 30% mehr Schaden machen, wenn wir eine aktive Barriere haben. Das war's mit den offensiven Aspekten und die defensiven Aspekte, die können wir uns jetzt aussuchen, wie wir wollen. Ich habe bei mir im Helm im Moment einen eher schlechten Aspekt drinnen, damit betäube ich Gegner, der könnte raus. Da sollte ich eigentlich den Aspekt drinnen haben, dass ich X-Rüstung habe, dafür die Abgangszeit von Endrin verdoppelt ist. Das wäre ein sehr, sehr guter Aspekt, damit ich einfach sehr, sehr viel Rüstung noch mitzubekomme. So um die 5.000 bis 6.000 nachher wäre da optimal. In der Brust habe ich drin, solange Tieffrieren aktiv ist, stellt ihr pro Sekunde 25% eures maximalen Lebens und Mannas wieder her. Diesen Aspekt brauchen wir auch nicht unbedingt. Hier könnt ihr nochmal den Aspekt mit reinmachen, dass wenn ihr gegen Elite-Gegner trefft, automatisch eine Barriere bekommt. Dann bekommt ihr darüber nämlich auch nochmal eine Barriere. Und wir haben es ja geskillt, desto öfters wir eine Barriere haben, desto besser ist es für uns, weil desto mehr Schaden machen kann auch. Dann habe ich einen Death-Aspekt in der Hose drin. Solange ihr innerhalb eures Blizzards steht und für 3 Sekunden danach erleidet ihr bis zu 25% weniger Schaden. Den Aspekt finde ich ganz gut nochmal, denn wir haben ja ständig unseren Blizzard draußen. Blizzard ist unsere Hauptschadensquelle und unser Ziel ist es, den ganzen Bildschirm mit Blizzard zu füllen. Und ich habe hier im Moment Unique Schuhe drin, weil ich sie gefunden habe und ihr gesagt habe, komm her, erste Unique, nimmst du mit. Erhöht eure kritische Trefferchance um 25% eurer Bewegungsgeschwindigkeit. Eigentlich relativ unwichtig. Ich habe aber auf den Schuhen jetzt auch noch Kostenreduktion mit drauf. Habe ich im Moment drin, eine kritische Trefferchance. Kritischer Trefferschaden wird auch noch mit erhöht. Bewegungsgeschwindigkeit ist drauf, aber ja, es sind keine guten Schuhe. Da würde ich euch tatsächlich Schuhe empfehlen, womit ihr eure Widerstände cappen könnt und Gegner Kostenreduktion für Mana mit drauf habt, dann ist sehr, sehr gut. Oder Bewegungsgeschwindigkeit auf den Schuhen mit drauf zu haben, wäre natürlich auch sehr schön. Das sind soweit die Aspekte, die wir haben wollen. Bei den Sockeln, seht ihr, ich habe grüne Sockel drin. Schaden gegen verwundbare Gegner wird dadurch hochgesetzt. Ich habe auf den Rüstungsslots natürlich rote Sachen drin, damit wir mehr Leben kriegen. Und hier würde ich an eurer Stelle Sachen reinmachen, womit ihr eure Widerstände cappen könnt, damit ihr nachher maximale Widerstände habt. Ihr wollt alle Widerstände auf 70% nachher haben. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Und deswegen, falls euch da noch irgendwas fehlt, macht ihr das über diese Sockel hier. Und dann kommen wir jetzt zum Schluss nochmal zum Konstrukt. Das Konstrukt ist bei mir noch nicht ausgebaut. Das hat den Grund, dass ich meine Sachen, die ich haben will, noch gar nicht gefunden habe. Wir können aber trotzdem einmal kurz drüber sprechen. Und unterm Video, wenn ihr da auf den Link drückt, dann seht ihr auch unter der Rubrik unter dem Reiter Konstrukt, seht ihr schon die richtigen Leitsteine und auch die richtigen Abstimmungssteine drin. Die habe ich hier jetzt noch nicht mit drin, aber wir reden einmal kurz drüber. Ich möchte hier statt Blitzschlag, möchte ich hier später Orkan drin haben. Und den Orkan, den möchte ich dann auch unterstützen. Zum einen mit Verhöhnungsunterstützung, das sorgt nämlich dafür, dass das Konstrukt spotten kann. Dann mit der Sicherungsunterstützung, die sorgt nämlich dafür, dass wir nochmal ordentlichen Schadensreduktion erhalten. Und mit der Stehlungsunterstützung, dadurch bekommen wir nämlich Stehlung. Das wäre dann die Damage-Seite, das wäre hier Orkan mit Spot-Funktion, mit Schadensreduktion für uns und mit Stehlungserzeugung für uns. Und auf der Dev-Seite, da würde ich Adrenalinschub reinnehmen, Adrenalinschub. Ermöglicht es uns nämlich, dass wir nachher 20% multiplikativ mehr Schaden dauerhaft haben, wenn wir es schaffen, diese Fertigkeit dauerhaft aktiv zu halten. Und das können wir machen, indem wir es zusätzlich unterstützen, einmal mit der taktischen Unterstützung
Dadurch reduzieren wir nämlich die Abklingzeiten des Adrenalinschubes und wir können es durch die Dauerunterstützung machen. Dadurch wirkt die Fertigkeit länger. Und wenn wir nachher alles auf 10 haben, dann ist das Ganze so, dass diese Fertigkeit 12 Sekunden lang anhält, aber wir auch eine Abklingzeit von 12 Sekunden darauf haben, beziehungsweise unser Konstrukt. Und durch diese Dauerinitiativunterstützung ist unser Viech auch immer nah dran an den Mobs und kann jedes Mal, wenn dieser Buff abläuft, den Buff gleich neu wirken und wir haben diese 20% multiplikativ mehr Schaden dauerhaft zur Verfügung. Wie gesagt, das werde ich euch aber nochmal unter dem Video verlinken, denn das ist hier ist ein bisschen unübersichtlich, ist völlig klar, weil ich die Steine noch nicht habe. Dann wird es aber wiederum klar, drückt einfach auf den Link. Das war es dann, glaube ich, auch erstmal soweit mit diesem Video. Ich werde euch jetzt im Anschluss nochmal ein Gameplay mit dran machen, damit ihr seht, wie das Ganze aussieht. Es ist wirklich eine sehr spaßige Spielweise, weil einfach fast alles immer eingefroren ist. Dadurch sind wir relativ tanky, was ja der Vorteil an dieser ganzen Skillung auch ist. Dadurch, dass wir nicht sehr viele Punkte in Schaden setzen müssen, haben wir natürlich die Möglichkeit, sehr, sehr viele Sachen in Death zu investieren. Und ja, probiert es einfach mal aus. Also ich finde es sehr witzig so. Ich werde das Ganze auch tatsächlich bis ins Endgame so weiterspielen. Ich werde von dieser Variante nochmal eine Endgame-Variante noch machen. Mit den Aspekten, mit den Unique-Items, die ich so gefunden habe und. Und dann werden wir uns aber auch noch mit anderen Skillungen des Mages beschäftigen. Mal sehen, welche Richtung wir dann da gehen würden. Ich hoffe, das Ganze hat euch aber soweit gefallen. Und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder mit ein. Leute, habt noch ein bisschen Spaß in der Diablo. Findet schöne Sachen und ja, auf bald. Bis dahin. Ciao.